Der Dorsten Podcast. Die Woche. Präsentiert von Ihrer Vereinten Volksbank. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon spricht Sabrina Zupiol. Vom 30.09. bis zum 2.10. fand das Dorstener Herbstfest statt. Das Herbstfest lockte auch in diesem Jahr mit zahlreichen Programmpunkten, unter anderem dem beliebten Feierabendmarkt, den Hollandmarkt sowie den Wochenmarkt. Besonders der verkaufsoffene Sonntag bei bestem Herbstwetter war gut besucht. Dorsten wird Universitätsstadt, jedenfalls im Kleinen. Denn mit der Fachhochschule des Mittelstandes, FHM, wird auch eine angesehene Bildungsanstalt im Dorstener Campus Einzug erhalten. Das Konzept ist dabei noch völlig neu in Deutschland. Der Vorstand der Lembecker Interessengemeinschaft hat entschieden, das beliebte Event Lembeck leuchtet findet am 25. November statt. Auch der Tiermarkt soll 2023 wieder stattfinden. Seit dem 3. Oktober hat sich die Verkehrsführung am Gemeindedreieck verändert. Die gerade Ausspur erhält eine Möglichkeit zum Linksabbiegen. So darf nun auf 2 Spuren in Richtung Holsterhausen abgebogen werden. Der Kreis Recklinghausen verschenkt mit der Aktion Festisches Geburtsbäumchen das 3. Jahr in Folge Apfelbäume zur Geburt. Um ein Bäumchen ausgehändigt zu bekommen, benötigen die Eltern einen Nachweis über die Geburt des Kindes, aus dem hervorgeht, dass es 2022 geboren wurde und im Kreis Recklinghausen lebt. Die Kaue an der Zeche Fürst Leopold hat sich wieder einmal in ein XXL-Hüpfburgenparadies für Kinder verwandelt. Der Indoor-Hüpfburgenspaß ist in der Kaue noch bis zum 16. Oktober geöffnet. Dorsten Online. Die Woche. Der Dorsten Podcast wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Vereinten Volksbank.